Hallo und herzlich willkommen, liebe Blendezeit-Freunde. Was machst du da? Warte. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Blendezeit-Freunde. Mein Name ist der Kurze und heute bin ich nicht alleine. Ich habe den Daru dabei. Ja, servus Leute. Aus Wie geht's? welchem wunderschönen Outfit kommst du? Ich bin von Vesperi. Er ist VS und ich bin TR und wir testen heute im Vergleich. Vulkan gegen Aphelion. Im Test an einem Barrikadesandi. Voll ausgebaut. Und werden das gleich nochmal testen mit der Ophelion. Und jetzt testen wir einfach mal, wie viel Schaden der Sandy schluckt, bis er down ist. Oder wie viel Schaden ich mit einem Magazin mache. Das Magazin ist voll gemaxt, also 98 Schuss. Und ich stehe halt komplett davor. Weiter geht's nicht. Und dann mal los. Das war's auch schon. Es ist ungefähr 40% Leben oder noch, oder was? Was sagst du? So, ich bin jetzt auch bei der Hälfte von der 7. Genau mittig von der 7, von Sitzplatz 7. Sitzplatz 7, die Hälfte. Okay, alles klar. Ich mache einfach mal einen Screenshot, dann kannst du den uploaden. Ja, alles klar, mach das mal. Ja, hiermit kann ich jetzt nicht weitere Damage-Vorteil eigentlich machen, weil ich habe ja keinen Mittelschuss oder so wie die Ophelion und dann werden wir die Ophelion jetzt gleich mal direkt testen. Bis gleich. So, jetzt zum Waffenvergleich machen wir auch noch mal den Metatest. Hier haben wir einmal bei der Vulkan stehen, einmal 167 Schadenspunkte auf 10 Meter und hier daneben haben wir noch mal 125 auf 95 Meter. Die 10 Meter haben wir gerade schon getestet. Jetzt machen wir die 95 Meter, sind auf 95 Meter und schauen jetzt, wie viel Schaden wir da noch austeilen dann. Jetzt hat sich da was bewegt gerade, weil jetzt, ich habe ja meine 95 nicht mehr. Hat sich da. Nee, eigentlich nicht. Ey, wenn ich reinzoome, ne? Also wenn ich jetzt von hinten schaue, habe ich ein anderes Meterzahl da stehen. Also wenn ich jetzt reinzoome, ne? Du An bist der jetzt an der Waffe. Waffe. An der Waffe, da steht jetzt 5, da, ja, und da steht reingezoomt, ja, steht da jetzt 95. Und jetzt mal los. Okay, das war ein Magazin. Okay. Gehen wir mal gucken. So, warte. Ich mache jetzt wieder einen Ja. Screenshot. Ich bin jetzt genau unter der 2. Okay. Das ist ja nicht viel. Ist nicht so viel. Das ist nicht viel. Okay. So, jetzt nächster Test auf 150 Meter für Vergleich der Ophelion. So, Okay. ziemlich genau. Aber das ist ganz schön wenig. Wie viel hast du jetzt noch? Jetzt bin ich ein gutes, noch bestimmt 2 mm über der 2. Okay, gut. So, jetzt der Vergleich mit der Ophelion. Wie viel Schaden sie ohne den Mittelschuss macht. Einfach nur drauf gehalten. Wie viel Schuss hast du drin jetzt? 58 58, ja. Schuss. Und ja, dann mal bitte. Okay, das war jetzt ein Magazin. Nein, ich werde nur noch einsteigen und gucken. Ich hab doch schon. Ich sehe das doch rechts. Ach ja, stimmt. Ich sehe das doch rechts. Jetzt Ophelion mit Mittelschuss. Ein Magazin 58 gegen einen Barrikaden-Sandy. Voll ausgezehrt alles. Bitte. Und du hattest doch Schuss. Jetzt habe ich gerade nachgeladen, aber ich habe auch, ich glaube, 2, 3 Schuss versemmelt. Also habe bei 7 abgeschossen anstatt bei 6. Also optimal wäre noch, Optimal war es noch nicht. optimal war es noch nicht, aber man kann es trotzdem nehmen und sagen, dass der Mittelschuss auf jeden Fall stärker ist als das ohne. Ja.
95 Meter, Aphelion. So, jetzt Ophelion, nächster Test. Wie viel Meter? 150 Meter. Dann mal los. Okay, das war's? Das war's. Okay, sieht sehr böse aus für uns. Also für den Sandy, der mit jetzt hier. Das Fazit ist, Mr. Daru. Es hat Bumm gemacht. Es hat Bumm gemacht. Die ist auf jeden Fall ein bisschen stärker, würde ich behaupten. Ja, aber wenn, dann vor, dass die vor ist. Ja, genau. Aber aus der Sicht ist es unfair. Hier haben wir an der gemessenen Zeit berechnet, wie lange wir brauchen, um den Thunderer Down zu bekommen auf den verschiedenen Meterstufen. Die haben wir einfach hier ausgerechnet mit dem Prozentsatz, wie viel Schaden er bekommen hat. Hier seht ihr die Ergebnisse davon, zum Beispiel bei der Vulkan hier 13 Sekunden 1 und hier bei der Ophelion ohne Mittelschuss 15 Sekunden 5 und mit Mittelschuss 13 Sekunden 3. Das ist auf 0 Meter, die restlichen Sachen könnt ihr euch hier noch anschauen. Einfach anhalten das Video und größer machen. Hihi, damit verabschiede ich mich hier, auch von dir, lieber Daru. Gerne, vielen Dank. Bis dann, viel Spaß beim Zocken. Da überlegt man sich als TRler natürlich, warum ist das so und ist das alles rechtens? Naja, kann ja irgendwie doch nicht sein, dass das Ding jetzt so OP ist, ja? Und jetzt beschwert euch nicht mehr. VSler.